Das Ding bringt Holz. Das war klar. Und du bringst, glaube ich, Nahrung. Ja. Ja, der gräbt sich jetzt hier durch. Und wenn man sich unsere Zufriedenheit mal so ansieht, wir sind fast beim... bei der Zufriedenheitstendenz auch auf Maximum. Hey, wir haben in eine Goldader reingegraben. Sehr schön. Wir könnten theoretisch hier unten noch eine Truhe hinsetzen, um unser Lagerlimit zu erhöhen. Haben wir denn eine Holztruhe oder eine große Holztruhe? Hätten wir auch noch im Angebot. Die ist halt groß und bringt doppelt so viel wie eine normale, kostet aber auch halt ziemlich viel mehr Eisen. Also es steht in keiner keinem Preis-Leistungs-Verhältnis, weder mit dem Platz noch mit den Kosten. Weil wenn ich zwei von denen baue, die bringen so genauso viel wie so eine große. Die große kostet aber halt mehr als das Doppelte. Also bauen wir eine kleine Truhe. Dann habt unser Arbeiter, unser Handwerker auch was zu tun. Der dürfte jetzt eh ziemlich viel schneller bauen. Genau. Oh, noch mehr Gold. Ha. Und ja, 200 Lagerkapazität hat das jetzt gebracht. Wir können ja wirklich mal zum Jux. Nee. Wir könnten so eine bauen. Wir können aber auch einfach nur Quadrattruhen bauen. Zwei Stück einfach. Wohin ist die gute Frage? Machen wir hier. Und hier. So. Bei Holz haben wir eh genug. Und damit haben wir auch wahrscheinlich mal ziemlich hohes Ressourcen-Cap. Also ja, in späteren Leveln würde das dann eine richtige Schatzkammer geben. Oh, ein Tafelraum ohne Goblin. Jetzt noch weiter und da wart ihr so weit weg von dem... Oh, jetzt noch weiter. Und da ihr so weit weg von dem seid, das ihr sucht, wie wäre es da mit einem kleinen Witz? Ein Zwerg, ein Elf und ein Drache gingen in eine... Alles klar, das reicht. Weiter werde ich nicht lesen. Okay. Holen wir uns mal den Raum hier. Ah, Blödsinn. So. Genau, schlag dich da durch den Sandstein. Jedenfalls sieht das aus wie Sandstein. Dann schlag dich durch das Turmalin. Und ja, jetzt haben wir wirklich 1750 Platz. Das heißt, so ein Ding bringt 150. Hm? Auch nicht schlecht, oder? Genau, jetzt wollte ich auf Türen gehen, dann Fallen und dann verbesserte Spitzhacken, dass wir uns da schneller durcharbeiten können. Was hast du eigentlich für ein Problem? Wenn du schlafen willst, dann geh schlafen. Du hast jetzt Hunger, okay. Was können wir eigentlich sonst noch so an Stühlen aufstellen mittlerweile? Stuhl der glorreichen Vergangenheit. Schade, dass man solche Stühle nicht mehr bekommen kann. Normaler Steinstuhl. Ein Stuhl aus Stein. Nicht besonders bequem, aber besser als ein Holzstuhl.
Wir haben wieder Maulwürfe. Maulwürfe sind keine Gefahr. Bei denen gibt es aber besonders viel Gold. Bisschen Nahrung. Ein paar Nester. Oh, und hier wäre noch Turmalin. Jo, alles klar. Alles ausbuddeln. Gerade weil hier unten Goldadern wären. Ein böse. Und ja, es sind böse Maulwürfe. Oh, hier ist auch übrigens noch was Nettes zum Ausbuddeln. So, das war das Stückchen Eisen. Das ist das Turmalin. Und da kommt schon mal eine Kampftruppe, um die bitterbösen Kobolde, Maulwürfe loszuwerden. Das da müsste Gold geben. Ja. Oder auch nicht, weil der keinen Bock hat. Und ja, das gibt Gold. Sogar jede Menge Gold. Das ist nämlich das wertvollste Gold. Sofern ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und da ist noch mehr Stein. Stein ist auch immer gut. Und da können wir uns langsam in Richtung von dem Raum graben. Ja, wie wir hier unten rankommen, das ist noch die große Frage. Hier unten gibt es auch noch genug Räume. Wahrscheinlich da drüben lang. So. Ja, genau, grab den Block bitte aus. Dann sehen wir ja gleich, wie viel Gold das gibt. Okay, es dauert sehr lange. 100 Gold. Jo. Und da wäre sogar noch so ein Goldblock. Ich weiß gerade gar nicht, was das darstellen soll. Wahrscheinlich Edelsteine. Mit viel Fantasie, weil das ist Gold, das weiß ich. Und die anderen Adern sind Silberadern. So, da ist Stein. Und ja, hier kommen wir in den größeren Raum. Von da aus können wir dann hier unten weiter graben. Guter Plan. Ah, jetzt muss ich mal gerade gucken. Nee, das wäre nicht so gut. Das hier allerdings wäre eine bessere Idee. So. Total falsch. Ups, so. Weg, weg. Nein, weg, weg. Hier müssen wir hoch, nämlich. So. Können wir mal hier einen neuen, eine neue Abkürzung graben. Für unsere Bergarbeiter nämlich. Und unser Militär.
So, noch den Block weg, bitte. So, und jetzt kann man hier runterklettern. Nämlich viel, viel schneller. Das würde wirklich die Überlegung wegmachen, ob ich jetzt hier nicht einfach zumachen sollte. Ah, jetzt muss ich erstmal gucken, in was für einen Raum ich gegraben habe. Wieder ein Maulwurfsraum. Da liegen ein paar Fische. Nest. Ja. Noch mehr Fische. Noch ein Nest. So, wie grabe ich jetzt weiter? Am besten eigentlich hier lang in den Raum rein. Und dann von da aus weiter. Es fehlen noch 5 Tafeln, also wird's langsam. Und ja, wie ich bereits vorhatte. Fall runter, Leiter. So. Kommt hier jetzt ein Stöpsel drauf. Und das Schlafzimmer ist gesichert. Genau. Noch eine Bodendiele. Und es ist alles nur noch Erinnerung. Oh. Ups, wir haben dem Kumpel in sein Zimmer gegraben. So, bevor der sich teleportieren kann. Ups, und uns Ärger macht, wollte ich sagen. Gehen wir doch gleich selber zum Angriff über. So. Der hält es eine Weile aus, zum Glück, unser Nahkämpfer. Bis unser Fernkämpfer hier als Unterstützung kommt. Und ihm eins nach hinten rein klatscht, genau. So, das aktivieren. Und jetzt müssen wir noch zu dem Raum da hinten hin. Der liegt nicht auf der Ebene, oder? Doch, der liegt auf der Ebene. Ihr kommt näher, aber warum seid ihr noch so weit oben? Seid ihr etwa ein Oberflächenbewohner? Jetzt bin ich mir sicher, das wurde von jemandem geschrieben, der etwas mit König Vater zu tun hat. Ja. Der hier wird sich wundern, warum er ein Loch in seiner Wand, in seinem Boden hat. Deswegen bin ich mal so freundlich und platziere ihm hier eine Holzbrücke als neuen Boden. Und wieder ein Punkt, ja. Also Forschung geht ziemlich von selber. Ein dritter Forschungszwerg würde das Ganze natürlich noch schneller machen. Was eine gute Idee wäre. So, noch ein Forschungstisch dafür. Nee, du bleibst da. Ich wollte den Stuhl verschieben. Nicht den Stuhl. So. Gut. Nahrung bekommen wir ja trotzdem immer noch genug. Wir können das Ganze sogar noch etwas effektiver machen, indem wir die beiden Zitronenbäumchen hier gegen... Wow, was haben wir hier denn Schönes? Ein Radieschenbeet? Bonbon...
Bonbon-Pilz.